Hallo, heute zeigt euch das Team von ResiArt, wie ihr ein Namensschild aus lufttrocknender Modelliermasse erstellen könnt. Ihr braucht dazu Farbe, Pinsel, natürlich lufttrocknende Modelliermasse, ca. 300 Gramm, Modellierwerkzeug oder einfach nur ein Messer. Zuallererst wird der Arbeitsplatz vorbereitet. Ihr benötigt eine Unterfläche, auf der die Modelliermasse nicht kleben bleibt. Vom Tisch lässt sie sich schlecht lösen. Ich habe mich hier für Alufolie entschieden. Anschließend wird die Masse gleichmäßig ausgerollt, bis sie ca. 7 mm bis 1 cm dick ist. Achtet darauf, dass die Masse nicht zu dünn ist, sonst kann es sein, dass sie bricht. Nun schneiden wir die Masse in Form eines Schildes. Ich habe mich für ein Rechteck entschieden. Ihr könnt aber auch jede andere beliebige Form wählen. Die Schnittkanten sollten sauber geschnitten sein. Verwendet für die Form des Schildes nicht die ganze Masse. Für die Verzierung wird auch noch etwas Masse benötigt. Nun kommen an das obere Ende des Schildes zwei Löcher, damit ihr später dieses auch aufhängen könnt. Jetzt könnt ihr euren Namen gestalten. Hierbei habt ihr zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr euren Namen in die Masse reinritzen und zum anderen könnt ihr euren Namen auf die Masse raufsetzen. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Die Modelliermasse wird in dünne Rollen gerollt. Diese werden in kleine Teile geteilt. Nun werden die kleinen Rollen zu Buchstaben geformt. Versucht, die Buchstaben annähernd gleich groß zu gestalten. Legt eure Buchstaben erst vor, ohne diese zu befestigen, damit ihr die Größe und Position prüfen könnt. Wenn ein Buchstabe zu groß geraten ist, könnt ihr ihn einfach ein Stückchen abschneiden. Sobald ihr alle Buchstaben geformt habt, nehmt ihr sie wieder vom Schild herunter und befeuchtet es mit Wasser. Auf die feuchte Oberfläche werden nun die Buchstaben gelegt und festgedrückt. Achtet hierbei darauf, dass die Buchstaben auch wirklich fest sind, damit sie im Nachhinein nicht abfallen. Wenn euer Name angebracht ist, dann könnt ihr auch noch ein Muster oder Form in oder auf das Schild bringen. Sollten beim Reinritzen ein Strich mal nicht gelingen, so könnt ihr einfach mit Wasser und etwas Druck den Fehler korrigieren. Wenn ihr mit der Gestaltung des Schildes fertig seid, dann lasst es über Nacht trocknen. Nach dem Trocknen könnt ihr euer Schild farbig gestalten. Und so sieht mein Namensschild aus. Die Modelliermasse und auch die Farbe sind allerdings nicht wasserfest. Und nun viel Spaß beim Nachmachen!